Viele haben Märchen schon seit ihrer Kindheit gehört und sind seither von ihnen fasziniert. Und ich glaube, dass die Texte sehr gut der kindlichen Fantasie und der Lebenswelt entsprechen. Der Kampf zwischen guten und bösen Mächten, die beseelte Natur, das erfolgreiche Bewältigen von Aufgaben, all das sorgt für Spannung und macht den Kindern Mut. Und das hat sich seit über 200 Jahren im Prinzip nicht verändert. Wenn wir als Erwachsene Märchen dann wiederlesen, dann fühlen wir uns einerseits zurück in unsere Kindheit versetzt und andererseits können wir eine neue Ebene entdecken, nämlich dass in Märchen psychologische Grundvorgänge bildlich dargestellt werden. Man darf nicht vergessen, dass Märchen ursprünglich für Erwachsene gedacht waren und dann erst später zu Kindermärchen wurden und die Grimms nannten ihre Märchen ja auch nicht nur Kindermärchen, sondern auch Hausmärchen. Diese Diskussion haben die Brüder Grimm schon geführt und sie ist bis heute nicht verstummt. Von den über 200 Märchen, die die Grimms gesammelt haben, sind auch wirklich einige dabei, die ich nicht unbedingt kleinen Kindern vorlesen würde. Ich denke da zum Beispiel an Fitchers Vogel oder der Räuberbräutigam. Aber auch unter den bekannteren Märchen sind sehr grausame Märchen, wie zum Beispiel Hänsel und Gretel und Schneewittchen. Die würde ich wiederum durchaus Kindern vorlesen und erzählen, denn aus zwei Gründen. Zum einen, die Grausamkeit wird nicht in allen Details ausgemalt und geschildert, sondern es wird lediglich benannt. Der zweite Grund ist, dass Kinder das oft auch als Genugtuung erleben. Wenn zum Beispiel die Hexe bei Hänsel und Gretel in den Ofen geschubst wird, dann wird sozusagen das Böse vernichtet. Denn die Hexe, die bedeutet ja Gefahr, die will Hänsel und Gretel essen und töten. Und wenn diese Gefahr gebannt ist, dann kann man das auch durchaus positiv erleben. Wenn man aber merkt, dass Kindern das nicht gut tut, dass denen das zu grausam ist, dann sollte man die Finger davon lassen. Dann sollte man den Kindern dieses Märchen dann nicht erzählen, sondern vielleicht ein Märchen aussuchen, was wenig oder gar nicht grausam ist. Da gibt es ja auch viele bei den Grimms, zum Beispiel der süße Brei, Hans im Glück oder die Bremer Stadtmusikanten. Märchen vermitteln ganz viel. Das sind ja Geschichten mit vielen Überraschungen. Alles ist möglich und daher sind Märchen auch sehr fantasieanregend. Man lernt, dass man niemals aufgeben soll, dass Vertrauen wichtig ist, dass es sich lohnt, das Gute zu tun. Und da das Böse am Ende fast immer vernichtet wird und das Gute siegt, kann man aus Märchen auch Hoffnung und Mut schöpfen. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene. Märchen sind Teil unserer Kultur. Der bekannte Märchenforscher Heinz Röllecke ging sogar so weit zu behaupten, dass er sagte, die Märchen stellen den letzten Teil unserer Allgemeinbildung dar. Das heißt, bestimmte Märchenmotive kennt jeder und deshalb finden wir sie auch fast überall wieder. In der hohen Literatur, zum Beispiel in Goethes Faust oder bei Georg Büchner, bei Günter Grass, bis hin zur Werbung, die sich ja auch immer gerne bestimmter Märchenmotive bedient, um damit für Produkte zu werben. Viele der Märchen der Brüder Grimm sind auch in anderen Ländern bekannt. Ihr Märchenbuch ist das wohl am weitesten verbreitete deutschsprachige Buch im Ausland. In Polen zum Beispiel waren schon ungefähr zwei Drittel der Märchen und Märcheninhalte der Kinder- und Hausmärchen bekannt, bevor die Brüder Grimm ihre Märchen das erste Mal veröffentlichten. Das heißt, gute Geschichten hat man sich weitererzählt, auch über Landesgrenzen hinweg, auch wenn natürlich die Landesgrenzen damals ganz andere waren als heute. Und ich denke, dass das ein Vorteil beim Fremdsprachenlernen sein kann, denn die Märchen verbinden Bekanntes, die bekannten Geschichten, mit Neuem, die neue Sprache.
Und hinzu kommt noch ein anderer Aspekt. Märchen sind einfache Texte. Sie sind meist kurz, in der Regel klar und einfach strukturiert. Sie erzählen die Handlung linear, das heißt Schritt für Schritt nacheinander. Und der Märchenheld muss oft nicht nur eine, sondern gleich drei Aufgaben erledigen. Und dadurch gibt es auch in sprachlicher Hinsicht Wiederholungen. Schließlich gibt es wiederkehrende Formulierungen, wie zum Beispiel es war einmal oder und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und durch solche Wiederholungen kann sich natürlich eine fremde Sprache viel besser einprägen. Ich denke, das liegt an der Struktur der Märchen, die ich gerade dargestellt habe. Eine bekannte und kurze, in sich abgeschlossene Geschichte in einer fremden Sprache, die kann sich sicherlich viel besser einprägen und die kann man sich viel einfacher erschließen, als das bei vielen anderen Geschichten oder Erzählungen oder Texten, die oft komplexer sind, der Fall ist. Außerdem sind Märchen ganz vielfältig und unterschiedlich. Das heißt, es gibt ganz kurze, einfache Texte in einer sehr einfachen Sprache gehalten, wie zum Beispiel das Märchen Der süße Brei oder Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Es gibt aber auch längere Texte mit einer eher kunstvolleren Sprache und einem komplexeren Satzbau, wie zum Beispiel das sehr schöne Märchen Jorinde und Joringel. Das wäre dann etwas für, ich denke, eher ältere und fortgeschrittenere Sprachlernende. Das stimmt. Das ist eine große Herausforderung. Aus meiner Sicht spricht aber nichts dagegen, die Märchen entsprechend sprachlich und didaktisch zu vereinfachen und aufzubereiten. Erst durch die Grimms und ihre grandiose Märchenbearbeitung wurden diese Märchen ja in gewisser Weise zu Vorlesemärchen. Vorher wurden Märchen überwiegend erzählt und wenn sie erzählt wurden, wurden sie immer anders erzählt, je nach Erzähler, je nach Zuhörerkreis, je nach Erzählsituation. Daher tut man, finde ich, auch heute den Märchen keine Gewalt an, wenn man sie entsprechend der Zielgruppe anpasst. Man kann also für Anfängerinnen und Anfänger zum Beispiel die Märchen sogar ganz einfach im Präsens erzählen, in ganz kurzen Hauptsätzen. Schwierige Begriffe wie Taler oder Spinnrad, altertümliche Begriffe, die könnten erklärt werden. Vielleicht können sie an der einen oder anderen Stelle auch ersetzt werden. Und dann kann man Schritt für Schritt mit Märchen die fremde Sprache, glaube ich, gut erlernen. Und dann gibt es dazu auch eine Reihe von Veröffentlichungen, die jetzt schon sozusagen Märchen in leichter Sprache aufbereiten und auch im DATS-Bereich für Deutsch als Zweitsprache gibt es da auch eine Menge didaktisches Material. Bei all dem sollte man aber auch nicht vergessen, dass das Märchen nicht nur ein Mittel zum Zweck wird, sondern dass der Zauber des Märchens erhalten bleibt, dass die Freude am Märchen erhalten bleibt. Dann kann das, glaube ich, eine ganz gewinnbringende Sache sein. Und dann kann man wunderbar, finde ich, mit Märchen nicht nur eine fremde Sprache erlernen, sondern auch eben eine Kultur erschließen und gleichzeitig aber auch das Verbindende zwischen den Kulturen entdecken.